Der Übung für die Lawinenhunde, das ist aus der Bergrettung Tirol, und wir treffen uns alle zwei Wochen zur Hundeübung, Winter wie Sommer. Wir haben halt Rassen Labradors, wir haben Schäferhunde, wir haben Border Collies, Golden Retriever, das sind so die Hauptrassen, die man verwendet. Und dann fängt man eigentlich schon im jungen Alter an, mit dem Hund zu üben, spielerisch. Für den Hund ist das ein reines Spiel. Wir machen Schneehäufen, machen ein Loch, da gehe ich zuerst rein, ich selber als Hundeführer, dann kommt der Hund zu mir und ich bestätige ihn. Und wenn er das verknüpft hat, dann geht es weiter, wird das Loch zugemacht, das heißt, der Hund muss dann auch riechen mit der Nase, dass da Witterung rauskommt, und wenn das gefestigt ist bei mir selber als Hundeführer, dann geht es auf die Fremdperson über. Ganz der große Appell ist einfach, Informationen einholen und nur mit Notfallausrüstung ins Gelände. Wir können im Prinzip mit Hund helfen, aber dann ist halt meistens zu spät, weil wir halt eine gewisse Zeit brauchen, bis wir auf die Lawine kommen.